Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herzlich willkommen an diesem Freitag, Karfreitag, diesem Tag, der so quer kommt, der so viel durchkreuzt von dem, was wir uns wünschen und was wir uns vorstellen, wie es sein sollte und wie das mit Gott ist, vielleicht auch. Herzlich willkommen und wie gut, dass ihr hier seid. Miteinander neu hinzuschauen an dieses Kreuz, an dieses unsägliche Leid, das so quer kommt, durchkreuzt. Warum, fragen wir? Wohin, möchte ich weiterfragen. Ihr Lieben, wohin sollten wir denn gehen mit all dem, was bei uns durchkreuzt ist, zerbrochen? So ganz anders, als wir es uns vorgestellt und erhofft haben, im Leben und im Glauben und mit Leid. Karfreitag sagt, es gibt einen Platz. Komm, wie du bist. Hier hat alles seinen Platz, an diesem Kreuz. Hier sind wir willkommen, mit allem, was gar nicht passt. Und deshalb ist Karfreitag Good Friday. Guter Freitag. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, nicht verloren bleiben, sondern das ewige Leben haben. Und das feiern wir heute. Lasst uns beten. Nein, verstehen können wir es nicht, Vater im Himmel, was da eigentlich geschieht und warum das so nötig war. Und nein, Jesus so richtig bei uns ankommen tut es sehr schwer, dass das für uns nötig war. Aber wie gut, dass es einen Platz gibt, ob wir es nun verstehen oder nicht, an den wir kommen können, auch an diesem Morgen, mit allem, was gut war und uns froh macht und beflügelt, aber eben mit all dem anderen, was niemand von uns haben will und wir selber kaum sehen und anschauen können. Mit dem Leid und der Nacht und mit dem, was zerbrochen ist und mit dem, was uns fertig macht und mit dem, was wir zerbrochen haben. Und mit aller Scham und mit unserer Angst vor dem Leben und vor dem Leid. Vor dem Tod. Danke, dass wir einen Platz haben und jetzt mit allem kommen können. Und sagen, du großer Schmerzensmann, schau unseren Schmerz an. Wir kommen zu dir, dem Gott der Liebe, und halten dir unser Leben hin. Dich wollen wir anbeten, vor dir wollen wir uns beugen und dir wollen wir sagen, du nur bist unser Gott der gezeichneten, zerbrochenen,
der Gott derer, die dich brauchen mehr als alles andere auf der Welt. Amen. Ich möchte euch einladen, wer kann und mag, stehen zu bleiben. Wenn wir die Geschichte der Kreuzigung hören, dort standen sie vor dem Kreuz. Noch einmal, wer mag und kann, lasst uns dazustehen und wem es zu lang ist, seid frei und setzt euch hin. Die Leidensgeschichte nach Markus. Und sie brachten ihn zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Sie wollten ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe versetzt war, aber er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten aus, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Auf einem Schild stand der Grund für seine Verurteilung: der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten: Ha, du wolltest doch den Tempel abreißen und nur in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich selbst. Steig vom Kreuz herunter. Genauso machten es die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten. Sie machten sich über ihn lustig. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, soll jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, glauben wir an ihn. Auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspotteten ihn. Es war die 6. Stunde. Da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus, die dauerte bis zur 9. Stunde. In der 9. Stunde schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagte einige von denen, die dabei standen: Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte: Lasst mich nur machen, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn runterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er: Dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und wer mag und kann, ist eingeladen, auch das nächste Lied bewusst stehend vor dem Kreuz mitzubeten. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ihr Lieben, Jesus gibt an Karfreitag sein Leben für uns. So haben wir es eben bekannt. Er gibt sich als Opfer. Aber warum nur? Was ist denn da wirklich geschehen? Ist es das, dass Jesus ein Vorbild ist durch das Opfer, das er bringt? Aber macht es das einzigartig? Opfer der Liebe werden immer wieder gebracht und retten andere. Katharina Benefeld
Kersten leitete als erste Frau ein Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland. 1996 kam die Herausforderung ihres Lebens. Ein Sexualstraftäter und brutaler Mörder brachte eine Sozialarbeiterin in seine Hand. Und was tut die Gefängnisdirektorin? Gegen den Rat und die Anweisung ihrer Vorgesetzten lässt sie sich austauschen und wird selbst zur Geißel. Wird gequält, vergewaltigt, aber am Ende gibt der Täter auf. Da ist der 72-jährige Pater Giuseppe Berardelli in Bergamo. Er wird letztes Jahr in seinem Dienst mit Corona infiziert, weil es so wenige Beatmungsgeräte in den Kliniken gibt, hat seine Gemeinde extra für ihn ein Beatmungsgerät gekauft, eine Riesensumme. Und nun liegt er im Krankenhaus. Und er kann gerettet werden. Aber er schlägt vor, den Apparat an einen jüngeren Patienten weiterzugeben, den er nicht einmal kennt. Kurz darauf stirbt er im Krankenhaus von Lovere in Bergamo. Die für mich bewegendste Geschichte handelt von einem 15-jährigen Jungen in Pakistan. Aizaz, ein dicker Junge, musste viel Spott ertragen. 15 Jahre, ging zur Schule an diesem Morgen zu spät und deshalb musste er draußen stehen bleiben und warten, bis noch zwei Bummler kamen. Und da kam da ein junger Mann, den sie nicht kannten, in Schuluniform. Und er trug unter der Uniform eine Bombenweste, 6 Kilo Sprengstoff. Man sieht irgendwie, es stimmt etwas nicht, die Kinder laufen in Todesangst weg, auch wenn es zu spät ist. Aber Aizaz stürzt sich auf diesen Attentäter. Ob an die 2000 anderen Kinder dachte, wir wissen es nicht. Die Bombe explodiert, beide sterben. Aber anderen Kindern hat der kleine, dicke Junge das Leben gerettet. Drei Geschichten, die unter die Haut gehen, drei Geschichten von Menschen, die eine bittere Entscheidung trafen, die Entscheidung eines Opfers, die Entscheidung, das eigene Leben für andere hinzugeben. Ist es das, was Jesus getan hat an Karfreitag? Ein großes Vorbild, weil auch er sein Leben als Opfer gebracht hat? Aber es passt nicht. Die Direktorin, der Priester, der Junge in Pakistan, sie alle haben in einer mutigen Tat etwas getan, das anderen das Leben gleich gerettet und etwas gebracht hat. Und sie bekamen dafür Ehre und Statuen und Auszeichnungen. Das alles war bei Jesus nicht so. Niemand, abgesehen vom Schwerverbrecher Barabbas, niemand hatte etwas von seinem Sterben damals. Im Gegenteil, wie viel Gutes hätte er noch tun können? Wie viele Menschen heilen und retten, wenn er noch 30 Jahre unterwegs gewesen wäre? Niemand kam auf die Idee zu sagen, was für ein großherziges Opfer. Die einen sagten tief enttäuscht, nun haben wir die Hoffnung verloren, alles woran wir uns geklammert haben. Die anderen sagten tief befriedigt, dass er dort hängt, das ist das Zeichen, dass er von Gott verflucht ist. Keine Ehre, nur Schande, nur Enttäuschung. Was hat denn der Tod von Jesus damals gebracht? Anderen, ihm selbst. Jesus blieb ein bewachtes Grab. Die Fluch seiner Feinde, die Trauer und die Verzweiflung seiner Freunde. Also schaut man näher hin an dieses Kreuz und was damals war, es wird eher rätselhafter und fremder. Jesus als großes Vorbild, das passt nicht. Worum geht es dann? Ihr Lieben, wir brauchen eine ganz andere Brille, um dieses Ereignis zu verstehen. Und das Verrückte ist jetzt, dass diese Brille uns ein jüdischer Prophet gibt, der das 500 Jahre bevor der Tag von Golgatha war, sagt. Und diese Worte wie Gold, sprechen wir jetzt miteinander
das Lied vom Gottesknecht aus Jesaja 53 und ich bitte euch, dass wir das noch einmal stehen tun. Wir sprechen langsam miteinander. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Es kann sein, es ist ziemlich sicher, dass der Prophet viel mehr gesagt hat, als er selber verstehen konnte in diesem Moment. Und welche Wucht dieser Bilder. Und sie sprechen von einer Tat, die unser Schicksal gedreht hat. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Das ist Karfreitag. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Drei Sehhilfen des Jesaja, die erste: Wir sollen verstehen, wie tief dieses Leiden war. Jesaja zeichnet hier ein Bild eines Lebens, das nur noch aus Leiden besteht. Es ist so, als verkürzt sich die ganze Lebenszeit des Gottesknechtes auf diesen Punkt: Erniedrigung und Schmerz. Alles andere hält nicht mit. Keine Bilder mehr von Jesus mit jubelnden Kindern auf dem Schoß, keine mehr vom gemeinsamen Essen mit seinen Freunden und Jüngern, kein Bild, wie er einen Kranken heilt und die Sünderin aufrichtet. Nichts. Es bleiben Leid und Schmerz in dieser Darstellung. Man wendet sich ab. Es ist abstoßend, alles vom Tod gezeichnet. Zermalmt wird er, es bleibt ein Grab bei den Gottlosen. Das ist ja wie die Hölle. Nein. Nein, es ist die Hölle. Die Kräfte des Verderbens treffen Jesus ohne jedes Erbarmen. Und da ist keine Macht der Liebe, die Einhalt gebietet. Nein. Jesus geht durch die Hölle. Die zweite Sehhilfe: Wir sollen verstehen, dass dieses furchtbare Leiden wirklich ein Opfer ist. Es geschah stellvertretend für uns. An unserer Stelle heißt das. Das alles sagt Jesaja, nein, anders möchte ich sagen. Wir sollten da sein, wo Jesus war. Aber weil Jesus dort war, darum müssen wir dort nicht mehr sein. Das meint Stellvertretung. Jesaja sagt, das alles geschah um unserer Missetat willen, wegen unserer Sünde. Es war unsere Strafe, es waren unsere Schmerzen, die dort auf ihm liegen. Also er litt nicht, weil er es verschuldet hat, er litt an unserer Stelle. Und das ist jetzt der zentrale Punkt, ohne den man den christlichen Glauben einfach nicht verstehen kann. Jesaja sagt, hinter allen schrecklichen Nöten, die eine Welt und die ein Leben treffen kann, gibt es eine letzte und eine allergrößte Not.
Und diese Not nennt er Sünde. Und er sagt, diese Not bringt Schmerz und Strafe. Schmerz und Strafe. Was bedeutet das jetzt wieder? Lad euch ein, lasst uns mal zu jenem Karfreitag vor 2000 Jahren gehen, in die Burg Antonia. Und da geht es hoch her, denn der römische Statthalter hat tatsächlich Skrupel, diesen Wanderprediger zum Tod zu verurteilen. Dieser harte Mann hat einen letzten Rest Gewissen, der ihn erkennen lässt, Jesus hat eigentlich nichts verbrochen. Und davon will er die Ankläger überzeugen. Doch das Volk brüllt, wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns herrscht. Und die Führer des Volkes schreien, wir wollen nur dem römischen Kaiser dienen, nur dem römischen Kaiser. Wahnsinn. Und das ist der Kern dessen, was die Bibel Sünde nennt. Der Kern der Sünde ist das, du Gott sollst nicht über uns herrschen. Wir wollen lieber einem anderen Herrn, einer anderen Herrin dienen, uns unterwerfen. Und es ist so mit uns Menschen. Wir dienen immer einem Herrn. Ich weiß, es klingt unmodern, aber es ist einfach so. Und unsere Neigung ist es, ständig zu sagen, wir wollen nicht, dass Jesus uns regiert. Unsere Neigung ist es zu sagen, wir kennen einen besseren Herrn, dem dienen wir. Und dieser bessere Herr hat viele Namen. Er heißt zum Beispiel Mammon. Geld und Wohlstand sind dann unsere Götter. Wir meinen vielleicht, dieser Mammon dient uns. Aber wenn wir ehrlich sind, sehen wir, wie viel Leben er uns nimmt und aus uns raussaugt und wie viel Beziehungen er zerstört. Wir dienen einem Herrn, der heißt Anerkennung. Wir tun alles für den Applaus der anderen. Wir dienen einem Herrn mehr, mehr, mehr und zerstören die Schöpfung, die Lebensgrundlage für uns und die nächsten Generationen und setzen ein Virus frei, das uns so viel Leben nimmt. Wir dienen einem Herrn, vielleicht der heißt Genuss oder heißt mein schönes Zuhause oder heißt ich will meine Ruhe haben oder heißt Gesundheit. Die regieren uns dann, aber Jesus soll uns nicht regieren. Und wisst ihr, das Problem dabei ist, dass alle diese Dinge gute Knechte, aber ganz schlechte Herren sind. Geld, Anerkennung, Fortschritt, ein schönes Zuhause, Pausen, Genuss, Gesundheit, das alles ist so lange gut, wie es nicht herrschen und bestimmen darf. Aber wenn diese Knechte unsere Herren werden, wenn sie das werden dürfen, dann machen sie uns fertig. Sie fügen uns jede Menge Schmerz zu. Und deshalb redet Jesaja hier nicht nur von Missetat und Sünden, sondern auch von Krankheit und Schmerz. Klammer auf und meint damit natürlich nicht, dass Krankheit bedeutet, da ist unmittelbar eine Schuld davor. Das ist, glaube ich, klar. Aber diesen anderen Dingen als Götter zu dienen, bringt Krankheit, Strafe und Schmerz. Im Grunde wissen wir, was das mit uns macht, wenn wir süchtig nach diesen Dingen werden. Wenn sie uns treiben oder wenn sie uns gleichgültig und träge und selbstgezogen machen, soll die Welt doch vor die Hunde gehen. Oder wenn sie unsere Beziehungen vergiften, unsere Gesundheit, unsere Seele zerstören. Eigentlich wissen wir es. Wir kennen den Schmerz und wir lassen uns doch beherrschen. Die treibende Kraft dafür heißt Sünde. Sünde ist die Weg-von-Gott-Bewegung. Sünde ist dieses Misstrauen, dass sie verführt uns dazu, Gott zu misstrauen und sie bringt uns dazu, lieber anderen Götter unser Leben zu opfern, die uns das Leben nehmen, schwer machen und zerstören. Und das Ende ist der Tod. Und Tod heißt hier, wir bekommen, was wir gewählt haben. Das Ende ist Gottes Nein dazu,
dass wir uns und andere und diese Welt zerstören und dass wir Gott die Ehre rauben. Und das, sagt Jesaja, das ist unsere größte Not. Und ihr Lieben, wenn Gott uns laufen lässt, dann werden wir zugrunde gehen. Jeder, jede auf seine, auf ihre Weise. Das wäre die Strafe. Versteht ihr? Das meint Gericht. Das wäre die Hölle. Hölle ist der Ort, an dem jeder bekommt, was er verdient und gewählt hat. Das wäre ewige Dunkelheit und Schmerz, der nicht aufhört. Aber stattdessen kommt dieser unscheinbare Mann aus Nazareth, Jesus. Und er sammelt alles auf. Alles Misstrauen. Alle falschen Entscheidungen. Alles Zerbrochene. Allen Hass und auch allen Schmerz. Alle Enttäuschung. Die ganze Scham, all das sammelt er ein und all das bringt Jesus ans Kreuz. Im doppelten Sinn. All das bringt Jesus ans Kreuz. Es ist die Ursache seines Leidens. Es bringt ihn ans Kreuz und all das bringt er ans Kreuz. Ihr Lieben, er trägt es weg. Er tritt an unsere Stelle. Er tritt an deine Stelle und an meine auch. Und jetzt können uns diese Beispiele dieser großen menschlichen Tapferkeit helfen, dieses tiefste aller Wunder zu verstehen. Er ließ sich austauschen für uns und ging selbst in die größte Not, in die tiefste Misshandlung, wie die Gefängnisdirektorin in Zelle. Er warf sich dem tödlichen Feind entgegen, er ließ sich zerreißen und zerstören, damit wir leben wie der Junge in Pakistan. Er schenkt uns neues Leben. Du kannst neu anfangen, wie der Pater aus Bergamo. Er tat das für Fromme und für Zweifler. Er tat das für Kirchenverbundene und Ausgetretene. Er tat das für Anständige und Versager, für Starke und Schwache, für Selbstbewusste und Zerbrochene. Er stellt sich an unsere Stelle. Und wo er stand, sollen wir nie mehr stehen, müssen wir nie mehr stehen. Er sagt, komm, es gibt einen Tausch. Die dritte Sehhilfe des Jesaja. Jesus leidet furchtbar, aber Jesaja sagt, dass dieses Opfer belohnt wird. Das klingt etwas seltsam, vielleicht habt ihr gestutzt vorher. Er soll die vielen zur Beute haben und die Starken zum Raub. Ja, was ist denn das jetzt? Und jetzt kommen wir vielleicht an die tiefste Stelle dieser ganzen Geschichte. Und deshalb möchte ich euch einladen, hört nochmal ganz genau hin. Hört hin und hört es so persönlich für euch, wie es euch möglich ist. Die Frage ist doch, was um Himmels Willen hat denn Jesus davon, von diesem Opfer, das er brachte? Was bekam er denn, was er vorher nicht schon hatte? Die Antwort heißt, dich und mich. Dich und mich bekam er. Die, für die er litt. Die, die ihm fehlten, die ihm verloren gegangen waren, die sich auslieferten an diese zerstörerischen Götter und es immer wieder neu tun. Dafür tat er alles. Dafür, um dich und mich bei sich zu haben.
So viel sind wir ihm wert. Karfreitag ist nicht der Tag der großen Appelle. Seid großzügig, bringt Opfer. Karfreitag stellt uns nicht Jesus als Vorbild vor Augen. Karfreitag dreht unser Schicksal. Nicht mehr Schmerz und Strafe. Nicht mehr die Hölle, wo jeder bekommt und jede bekommt, was er und sie gewählt und verdient haben. Nein, nichts mehr ist wie vorher. Nichts. Wir kommen heim. Und wir dürfen sagen, er soll unser Herr sein. Du nur bist mein Gott. Und er will sagen, komm. Jetzt habe ich, was mir fehlte und was mir mein Herz brach. Dich. Und wir Antwort nehmen in der Stille. Dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Liebe lässt mich anbeten, ewig werde ich vor dir stehen. Vollkommen gut.
zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Du nur bist mein Gott. Danke für diesen Tausch, für diese Stellvertretung, dass du an unsere Stelle getreten bist und wir nicht mehr dort sein müssen und sein sollen, weil du es schon warst. Und wir bitten dich, dass dieses Erbarmen, das sich in die Nacht hineinkniet, durch dein Wort, durch uns, durch Gebete, durch Wunder, durch Kraft in der Nacht, die erreicht, die wissen, was Zerbruch und durchkreuzt heißt. In Krankheit, im Sterben, in der Trauer, in Überforderung durch Entscheidungen, in Hunger und auf der Flucht, in der Ratlosigkeit einer Kirche, die totgesagt wird, wie du damals. Danke, dass wir alles dir bringen dürfen. Verwandle es in dein neues Leben. Komm mit deinem Erbarmen hinein. Brich die Zusammenhänge der Sünde, des Schmerzes und der Krankheit, der Strafe. Und zeig uns, wo du uns dazu gebrauchen willst. Wir loben dich, deine unfassbare Liebe, bis in den Tod und stärker als jeder Tod. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Die Kollekte heute ist für die landeskirchliche Aktion Hoffnung für Osteuropa. Unsere Brüder und Schwestern dort stehen unter einem zunehmenden Druck und trifft die Armut und das Leid dieser Pandemie viel mehr als wir, als uns. Vorletzte Woche rief mir ein Mann aus Rumänien an, völlig verzweifelt, und sagte, wir wissen nicht mehr, wie wir leben können. Die Lebensmittel kosten bei uns inzwischen doppelt so viel wie bei euch, bei unseren kleinen Gehältern. Hoffnung für Osteuropa, eine Unterstützung, dass die Kirchen dort ein Licht sein können in der Nacht. Ich kann nach wie vor dem viel abgewinnen, dass Karfreitag ein stiller Tag ist. Nicht als Gesetz. Fühlt euch frei. Aber als eine Einladung zu sagen, ich lasse mich mal unterbrechen. Dazu ist dieser Tag und diese heiligen Tage jetzt, wie man sie nennt, da. Eine Einladung, dass wir uns einmal unterbrechen lassen auf dem Passionsweg, wenn wir ihn abgehen. Bei 24/7, wenn wir zum Beten gehen. Oder in den Gottesdiensten, die kommen. Unterbrechen, hinschauen, staunen, beschenkt werden.
der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzug. Scheint in Herrlichkeit. Ihr seid gerne eingeladen, nach dem Segen das Musikstück noch zu hören, aber das wirst du dann still tun, ohne Applaus an diesem Tag. Er an unserer Stelle. Karfreitag hat alles verändert, ein für alle Mal. Geht unter dem Segen des Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, tiefer reicht als jedes Grab, weiter trägt als jede Not, mehr heilt als je schmerzen kann. Der Friede Gottes bewahre dein Herz und deinen Sinn in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.